mein. Wenn auch der Himmel weint und keine Sonne scheint, ich bin mein bester Freund. Ja, Moment mal, Moment mal. Ich dachte, ich bin dein bester Freund. Sing ich doch die ganze Zeit. Ja, aber es ist immer mal angenommen, ich bin ganz allein und möchte mit meinen Sorgen nicht so einsam sein. Ach so. Ja, dann greife ich doch zum Telefon und rufe bei dir an. Dann lass ich's einfach klingeln und geh ganz bestimmt nicht ran. Ich bin mein bester Freund, der ist ehrlich mit mir meint. Bin auf der Himmel weit und keine Sonne scheint. Ich bin mein bester Freund. So schade, dass ich gerade jetzt ein großes Fest geplant. Dass ich alleine feiern muss, habe ich ja nicht geahnt. Wieso? Naja, das ganze Schokoladeneis ist fast zu viel für mich. Moment mal, Schokoladeneis? Ich lass dich nicht im Stich. Du bist mein bester Freund, der ehrlich mit mir meint. Wenn auch der Himmel weint und keine Sonne scheint, du bist mein bester Freund. Herzlich willkommen, Sid und Otto Walkes. Dankeschön, Dankeschön. Hallo Otto, hallo. Darf ich zu euch? Ja. Ah. Otto, sag mal, wie entsteht denn eigentlich eine Freundschaft zu einem Faultier? Ich weiß auch nicht, wie so eine Freundschaft entsteht. Weißt du das? Also Freundschaft, er sagt immer, Freundschaft ist wie Hose voll. Jeder sieht es, aber nur du allein spürst die Wärme. Ja, genau. Man sagt ja so schön, dass sich Hunde und Herrchen im Laufe einer Beziehung immer ähnlicher werden sollen. Kann man denn dieses Phänomen auch in der Beziehung zu einem Faultier beobachten? Ja, ich denke, wenn man sich so lange kennt und so lange miteinander arbeitet, wir haben ziemlich viel Ähnlichkeiten, wir sind auch sehr neugierig. Frag du. So, darf ich dich was fragen, Florian? Ja, natürlich darfst du mich was wenn fragen. Florian, Silbereisen und Helene Fischer Kinder bekommen, heißen die dann Silberfische? Mal gucken. Ich gebe die Frage weiter. Ja. Ah, schön. Aber welche Silberfische. Du bist mir auch so ein Silberfisch, du da drüben. Dankeschön. Ja, danke, bitte, ja. Bitte. Nur welche Gemeinsamkeiten gibt es denn zwischen euch beiden? So? Zwischen euch beiden, ja, wir sind beide immer sehr aktiv. Er ist ja auch sehr aktiv. Du bist sehr aktiv. Ja, ich bin aktiv. Ja, was hast du denn heute gemacht? Gar nichts. Ja, das hast du ja gestern schon gemacht. Ja, ich bin nicht ganz fertig geworden. Ja, und wie unterscheidet ihr euch? Wir unterscheiden uns, ja, wir sind einfach immer, wir interessieren uns für Sprachen. Ja, Sid spricht auch Französisch. Wie? Ja, sag doch mal was Französisches. Ja, sag mal einen Satz mit Boulevard. Beim Melken wurde dem Melker klar, dass die Kuh ein Bulle war. Also, ich finde, Sid und Otto Walkes passen hervorragend zusammen. Dankeschön. Ich kann mir allerdings überhaupt nicht vorstellen, wie Otto Walkes und Weihnachten zusammenpassen soll. Gibt es denn weihnachtliche Momente im Leben von Otto Walkes? Naja, wenn ich daran denke, früher musste ich immer, wenn wir in den Wald gingen, haben wir den Bäume immer selbst gefällt, den Weihnachtsbaum. Und ich musste ihn immer schleppen und der war ziemlich schwer. Und dann habe ich mir so ein Lied ausgedacht, das heißt denn, O Tonnenbaum, wie schwer sind deine Blätter? Ich schlepp dich durch den tiefen Schnee, mein Gott tut mir der Rücken weh. O Tonnenbaum. Und auch die Schulterblätter. Schön, ne? Wie wird denn Otto im Hause Walkes Weihnachten gefeiert? Auch so lustig oder ein bisschen besinnlich? Naja, das war eher traurig, eher besinnlich. Ich weiß früher, ich habe nie was zu Weihnachten bekommen. Oh, ja. Oh Gott. Ach das Gott. Hört sich gut an. Darf ich das nochmal hören? Ja, mach's nochmal. Ich habe nie was zu Weihnachten bekommen. Oh. Aber dann haben wir 6 Richtige im Lotto gehabt. Ah. Aber wir haben vergessen, den Lottozettel abzugeben. Ah. Und deswegen haben wir nie was zu Weihnachten bekommen. Und das war mir sehr traurig. Weil ich erinnere mich noch, mein Vater, Heiligabend, hat einen Luftballon aufgeblasen. Dann ist er rausgegangen und dann, pum, dann kam er wieder zurück und sagt, das war der Weihnachtsmann, der hat Selbstmord begangen. Traurig, ne? Mein Gott. Also...
Jetzt wird es aber hier bei uns erstmal ganz romantisch. Ja. Ja. Ganz romantisch werden wir Sid und Otto erleben. Oh ja. Und dann dürft ihr auch gleich noch mit Otto gemeinsam singen. Also, ich wünsche Ihnen jetzt, meine Damen und Herren, viel Spaß mit unseren kleinen Spatzen, mit dem Faultier Sid und mit Otto Walkes. So gern auch mal verliebt in das Faultiermädchen, das da draußen lebt. Und sie schaut mich dann mit Kulleraugen an, denn ich bin ihr Held, weil nur ich sie retten kann. Oh ja, ich bin ihr Held, weil nur ich sie retten kann. Ich wär so gern auch mal verliebt. Ich weiß doch genau, dass sie draußen liegt. Und wir zählen dann die Sterne am Himmelszelt. Und wir kuscheln zusammen, weil uns das so gefällt. Und wir kuscheln zusammen, weil uns das so sehr gefällt. Jetzt sage ich dir mal etwas, was ich noch nie einem anderen Faultiermädchen jemals gesagt habe. Du bist das süßeste Faultiermädchen, das mir je über den Weg gelaufen ist. Und in meinem kleinen Faultierherzchen ist nur Platz für dich. Hey, was bin ich? Ich möchte auch schlucken. Alle winken jetzt. Vielen lieben Dank, Sid und Otto Walkes.